Ach Mensch, also heute jagt wirklich ein Jubiläum das andere. Und ich darf ja heute mein Jubiläum feiern, er ist dann in ein paar Wochen dran. Mir reicht diese eine Show, er braucht gleich mehrere. Warum und weshalb, das werden wir jetzt gleich vom Jubilar höchstpersönlich erfahren. Herzlich willkommen, Andy Borg! Du und ich, das muss was werden, nicht nur für eine Nacht. Eine kleine Liebe reicht mir nicht. Als perfektes Paar auf Erden sind wir doch gedacht. Gestern, heute, für alle Zeit, mein Herz es hält, was es verspricht. In 10.000 Jahren, da wird man noch sagen, was für ein Traumpaar wir waren, und das soll jeder erfahren. In 10.000 Jahren, wenn wir nicht mehr da sind, wird laut in allen Büchern stehen, das mit uns war schön. Von der Liebe führen, weil sie spannend ist. Klar, das mit uns beiden ist noch neu. Ist nicht bloß ein Abenteuer, das für uns beginnt. Lass uns doch Geschichte schreiben, heute und hier, wir sind schon dabei. In 10.000 Jahren, da wird man noch sagen, was für ein Traumpaar wir waren, und das soll jeder erfahren. In 10.000 Jahren, wenn wir nicht mehr da sind, wird's laut in allen Büchern stehen, das mit uns war schön. Tausend Jahre, da wird man noch sagen, was für ein Traumpaar wir waren, und das soll jeder erfahren. In 10.000 Jahren, wenn wir nicht mehr da sind, wird's noch in allen Büchern stehen, das mit uns war schön. Leute, ja. Die wissen gar nicht, wer ich bin und klatschen trotzdem. Ich bin begeistert. Aber die kennen dich noch, Andi. Ja. Du sag mal, welches Jubiläum feierst du in diesem Jahr? Bitte? Welches Jubiläum feierst du denn in diesem Jahr? Ich bin so alt. Nein, ich bin so lange auf der Bühne, so alt wie du bist. Wahnsinn. Du hast 40. Geburtstag gefeiert und ich würde jetzt gerne etwas machen, auch wenn man es uns nicht erlaubt. Eine ganz kleine Geste, die mir sehr viel bedeutet. Ich würde dir gerne, weil wir beide geimpft sind, die Hand reichen und alles Gute zum Geburtstag wünschen. Vielen Dank, Andi. Danke. Vielen Dank. 40-jähriges Bühnenjubiläum. Du Kinderl, du! Ja, gegen dich bin ich wieder ein kompletter Anfänger. Mensch, was soll's? Aber 30 habe ich auch schon am Buckel. Aber Andi, ich habe es ja schon gesagt, also du wirst dieses Jubiläum ja gleich in mehreren Shows zelebrieren, unter anderem natürlich bei einem Jubiläums-Schlagerspaß von dir im SWR und im ORF, oder? Ja, im ORF am 11. September und beim SWR am 25. Cool. Und wenn ich das jetzt sagen darf, dieser Mann gibt sich die Ehre und kommt zu mir in die Sendung zum Schlager. Ja, natürlich. Das ist doch... Also.
Große Ehre für das ganze Team, für uns alle. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist ganz was anderes, oder? Es tut so gut. Ja. Andi, das ist ja eigentlich der schönste Grund. Wir feiern ja heute, dass wir wieder feiern dürfen. Heute. Ja.